Hi Leute, ich bin Silona und von mir gibt es heute ein neues Video. Und zwar habe ich für euch die HelloFresh Box getestet. Vorab keine Zusammenarbeit, ich habe mir die Box selber gekauft, werde für dieses Video nicht bezahlt. Ich habe einfach in letzter Zeit so viel Werbung davon bekommen, habe von so vielen Freunden mitbekommen, dass die das eben benutzen. Dass ich es halt sehr gerne auch mal selber testen wollte. Ja, wie ist das überhaupt beim Bestellen? Du kannst halt eben auswählen, welche Box du haben möchtest. Willst du eine vegetarische Box? Willst du was mit Fleisch? Willst du nur was mit Fisch? Da gibt es verschiedene Optionen. Und dann kannst du noch auswählen, für wie viele Personen und wie viele Portionen. Und die kleinste Anzahl, die man halt eben bestellen kann, sind für zwei Personen immer drei Gerichte. Das heißt, ich hatte in dieser Box dann zum Beispiel drei verschiedene Rezepte. Also da wird dann immer jeweils genau angepasst, wie viel du eben für die Personen brauchst. Und bei mir waren es dann immer pro Gericht zwei Portionen, weil das eigentlich für zwei Personen gemacht war. Das heißt aber, ich konnte das immer ja, zweimal essen. Entweder Mittagessen und Abendessen oder halt zum Beispiel an einem Tag als Abendessen und am nächsten Tag dann genauso. Weil das halt eben die kleinste Möglichkeit war. Ich konnte zum Beispiel keine Gerichte bestellen, nur für eine Portion. Also ich konnte nicht ein Gericht einmal machen, essen, das erstmal zum Bestellvorgang. Man kann dann aber wöchentlich zum Beispiel auch zwischen Gerichten wählen und man könnte eigentlich, also ich, obwohl ich am Anfang vegetarisch angegeben habe, mir werden zuerst die vegetarischen Gerichte angezeigt, aber auch die Gerichte mit Fisch und Fleisch. Obwohl ich halt angegeben habe, dass ich die vegetarische Box haben möchte. Man hat dann so eine Auswahl, ja, zwischen so, also vielleicht höchstens 10 vegetarischen Gerichten, wo man sich dann halt so viele Gerichte auswählen kann, wie man eben haben möchte. Man kann sich zum Beispiel dann immer noch Gerichte dazu bestellen, wenn einem zum Beispiel was besonders gefällt und man hat halt schon drei andere ausgewählt, dann kann man das nochmal dazu bestellen. Und ich wollte euch jetzt mal zeigen, für welche ich mich entschieden hatte in meiner ersten Box. Und zwar hatte ich einmal das Gericht Nudelauflauf mit bunten Kirschtomaten. Wir hatten hier diese Quinoa Bowl mit feurigen Kidneybohnen. Wer mich kennt, weiß, ich mag keine Kidneybohnen. Und die hatten wir auch in diesem Gericht. Und zwar in der cremig-würzigen Kokossuppe. Was habe ich gemacht? Ich habe die Kidneybohnen ersetzt mit Tofu. Ja, also warum habe ich dann diese Gerichte gewählt? Es gibt natürlich wöchentlich keine unendliche Auswahl. Und ich bin schon ein Picky Eater, dass ich halt, ja, es gibt immer so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Kidneybohnen, die ich gar nicht mag. Also es gibt so ein paar Gemüsesorten, wo ich sage, ist okay, aber Kidneybohnen gehören nicht dazu. Und deswegen habe ich dann letztlich Gerichte ausgewählt, wo ich schon was ersetzen muss, was eigentlich ja nicht der Sinn der Sache ist, weil eigentlich ist der Sinn der Sache, dass du genau die Zutaten für diese Gerichte bekommst und dann bleibt halt eben auch bleiben keine verdorbenen Lebensmittel über, wie es ja sonst so ist. Weil das ist so ein bisschen der Sinn dahinter, dass du halt eben schnell und einfach halt eben die Gerichte auf einmal zu dir nach Hause geliefert bekommst. Du sparst dir das Einkaufen, du sparst dir das Rezepte raussuchen und es bleiben halt eben keine Lebensmittel über, weil die möglichst immer genau an die Menge angepasst sind. Dadurch hat man halt eben auch ganz viele kleine Verpackungen. Zum Beispiel so eine 200 Gramm Nudelpackung, die man sonst niemals kaufen würde, weil man sonst immer eine größere Packung holen würde. Und wenn man ja immer so kleine Portionen zum Beispiel von Nudeln bekommt, macht das ja auch viel mehr Müll, muss man dazu sagen. Also so sieht jetzt die Box aus. Man hat halt pro Gericht hat man einmal so eine Verpackung. Das ist einmal alles in so einer Tüte, da steht auch immer die Nummer drauf. Und so sehen dann die Rezeptkarten aus. Man hat dann hier auch nochmal die Nummer. Und wie ihr seht, das sind die Rezepte, die ich mir ausgesucht habe. Ich möchte gerne mal schauen, wie frisch das Gemüse ist. Wir haben hier den Salattopf, okay. Lauch sieht auch frisch aus, sieht alles gut aus. Kräutermix sieht auch gut aus. So, wie reif ist die Avocado? Die ist steinhart. Die ist wirklich steinhart. Okay, dann wird die Quinoa-Bowl heute nichts und ich lasse die dann extra nochmal liegen. Genau, man hat dann eben hier Quinoa und man hat dann auch immer so Kräutermixe dabei. Genau, als erstes Gericht habe ich mir hier den Nudelauflauf mit bunten Kirschtomaten gemacht. Und was mich schon mal direkt, sagen wir, was mich vielleicht ein bisschen gestört hat, ist halt eben,
dass da Frischkäse drin ist. Also die vegetarischen Gerichte. Es gibt auch manchmal vegane. Ich glaube hier zum Beispiel die cremig-würzige Kokossuppe war vegan. Aber die Quinoa-Bohnen zum Beispiel schon nicht mehr, weil da auch ein Joghurt-Dip dabei war. Also die meisten vegetarischen Gerichte basieren dann heftig auf Milchprodukten. Aber jetzt mal davon abgesehen, zeige ich euch jetzt mal, wie ich hier den Nudelauflauf zubereitet habe. Okay, Nummer 7. So, das sind hier die Zutaten, die in der Tüte waren. Was ich ganz cool finde, ist, ich habe mir nämlich auch schon Gedanken gemacht, wie viel Müll produziert das Ganze. Und diese Tüte hier soll man wohl als Biomülltüte weiterverwenden können. Ja, das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Dadurch hat man ja ein bisschen weniger Müll, den man halt mit so einer Box produziert. Natürlich ist hier aber alles in Plastik eingepackt. Das muss man, finde ich, halt auf jeden Fall erwähnen. Und so sieht jetzt das erste Gericht aus. Man muss sagen, rein optisch sieht es schon sehr schön aus. Und jetzt machen wir mal den Taste-Test. Ich hätte auf jeden Fall viel mehr Käse draufgepackt. probieren wir es mal. Ich finde, es könnte noch ein paar andere Gewürze vertragen. Es schmeckt irgendwie schon stark nur nach Senf. Ja, abschließend kann ich sagen, ich fand den wirklich sehr lecker und ich hätte mir niemals so einen Nudelauflauf gemacht. Also ich muss sagen, wirklich schon, sagen wir, 8 von 10 Punkten. Dann kommen wir zum nächsten Gericht und zwar ist das hier die Quinoa Bowl mit feurigen Kidneybohnen. Und so sieht jetzt das fertige Meal aus. Ich muss sagen, es sieht Hammer aus. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Ich habe jetzt auch das Quinoa schon probiert. Sehr lecker. Ist natürlich etwas abgewandelt, weil ich hier den Tofu habe statt den Kidneybohnen. Genau, ich habe 200 Gramm Tofu habe ich da reingepackt als Eiweißquelle statt den Bohnen. Und ja, ich probiere das Ganze jetzt mal. Ich versuche mal alles auf die Gabel zu bekommen. Hier Quinoa, die Salsa, ein Stück Tofu, damit ich auch die Gewürzmischung, dann ein bisschen von dem Joghurt. Es ist jetzt irgendwo Geschmackssache. Ich hätte gerne andere Soße. Also ich persönlich bin jetzt einfach nicht so der Fan von Joghurtsoße. Aber ansonsten alles harmoniert auf jeden Fall. Da waren halt auch wieder Gewürze dabei und zum Beispiel eine Chilischote war da drin. Avocado war da so ein Stückchen obendrauf, was ich so zu Hause irgendwie mir nie mache. Aber ja, ich fand es lecker. Ich fand es nicht so lecker wie den Nudelauflauf davor. Hier bei diesem Gericht würde ich jetzt sagen 7 von 10. Lecker, solide, würde ich nochmal essen. Ist jetzt aber definitiv keins von meinen Lieblingsrezepten. Man kann halt aber zum Beispiel so gewisse Dinge sich rausziehen. Zum Beispiel hat mir richtig gut der Quinoa geschmeckt, wie der hier zubereitet wurde. Also ich könnte mir zum Beispiel richtig gut vorstellen, mir nochmal diesen Quinoa-Salat davon zu machen, aber nicht in der Kombi. Vielleicht den Quinoa-Salat, auch mit ein bisschen Romana-Salat dabei und ja dann irgendwie Tofu dabei oder so. Also die Idee war nicht schlecht, es hat auch schon harmoniert, aber ich würde es mir nicht nochmal machen. Und dann das letzte Rezept in der Box war die cremig-würzige Kokossuppe. Zeit für das letzte Gericht in dieser Box, das ist die cremig-würzige Kokossuppe. Heute ist so ein Wechseltag, ein sehr kalter Tag und ich habe gerade mega Bock auf eine Suppe.
Hier haben wir jetzt wieder den Fall, dass ich die Kidneybohnen weglasse und mir stattdessen ein bisschen Tofu anbraten werde und das dann oben auf die Suppe packen werde. Ich hoffe, dass es jetzt geschmacklich nicht so viel ausmacht. Wir haben hier verschiedene Gewürze, wir haben Kokosmilch, wir haben Gemüse, Limette. Deswegen hoffe ich, dass sie mir auf jeden Fall trotzdem gut schmecken wird. Und das ist das Ergebnis. Ich würde sagen, bisher das schönste Meal. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das sieht so pretty aus. Ich habe noch ein bisschen Mais in die Suppe gepackt. Und wie schon gesagt, habe ich dann noch Tofu angebraten und draufgepackt. Dazu hat man diese Tortilla-Ecken, die man dann da reindippen kann. Ich mag das ganz gerne, wenn man noch ein bisschen Crunch dazu hat. Habe ich jetzt hier aber auch durch das Tofu. Und ich muss sagen, ich struggle oft ein bisschen mit Suppen, dass ich halt sage, ich weiß nicht, ich werde davon nicht richtig satt. Und hier hatte man noch diese Tortilla-Chips dabei, was ich auch wieder fand. Ich würde mir insgesamt das Rezept nochmal machen. Also ich habe hier auch wieder die Kidneybohnen ersetzt, habe stattdessen mir Tofu drauf gemacht. Und insgesamt würde ich dem Rezept wirklich eine 9 von 10 geben, weil ich auch allein diese Idee von den Tortilla-Chips so lecker fand. Man schneidet sich einfach und nimmt so ein Tortilla-Wrap. Das muss ja auch nicht immer ein ganzer sein. Man kann zum Beispiel sich einen halben machen, schneidet das in so kleine Stückchen, macht da ein bisschen, ganz bisschen Öl, Salz und Pfeffer drauf und sofort hat man halt so Chips für zu Hause, wo man sich nicht direkt eine Tüte holen muss und man hat so ein bisschen was zum Snacken. Was, finde ich, eine wirklich coole Snack-Idee ist, die ich mir auch jetzt öfter nochmal machen würde. Und auch die Kokossuppe hat mich echt überrascht, ne? Da ist halt eben, da sind eigentlich nur Dinge drin, die ich halt auch gerne mag. Deswegen, das hat mich jetzt nicht so überrascht, ne? Das ist halt Paprika, angebratene Paprika, Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Kokosmilch. Und dann hat man das noch gewürzt mit dieser Gewürzmischung, die da drin war. Und halt eben so passierten Tomaten und so ein bisschen Limette. Und es hat wirklich lecker geschmeckt. Und hier war auch wieder so ein Ding, dass ich gesagt habe, ich überrasche mich damit ein bisschen selber, dass ich das so mag, weil ich mich manchmal leider ein bisschen überwinden muss. Also ich mag viele Dinge. Ich habe das aber einfach oft, dass ich zu Hause immer wieder dasselbe mache. Dass ich immer wieder dieselben Rezepte mache. Ich sehr oft gar nicht weiß, was ich mir überhaupt kochen soll, weil irgendwie probiere ich auch total oft zu Hause was Neues und es schmeckt gar nicht. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, bei den ganzen Rezepten hier, jetzt mal abgesehen, ob das mein neues Lieblingsrezept wird oder nicht, es wird gut schmecken, einfach weil es ja genau von den Zutaten her angepasst ist. Es ist genau die richtige Menge von allem und so, man kann da nicht so viel falsch machen. Deswegen, ich bin kein Kochanfänger, aber trotzdem ist es für mich oft eine Überwindung, so neues Gemüse zu verwenden oder neue Rezepte auszuprobieren. Und deswegen finde ich das an sich schon eine coole Idee, um halt eben neue Rezepte auszuprobieren, um sich selber ein bisschen zu challengen, mal neue Rezepte zu machen. Und letztendlich ist es ja so, man kann diese ganzen Rezepte, kann man dann ja auch später nochmal nachkochen, dann halt eben mit selbst eingekauften Lebensmitteln. Aber jetzt mal auf Langzeit gesehen, jeden Monat so eine Box zu bekommen, ne? Let's talk about money hier. So eine Box kostet monatlich für 6 Portionen, das sind nur 6 Portionen, die ich in der Woche habe. Das heißt, wenn ich das jeweils immer mittags und abends esse, sind das nur 3 Tage, für die ich halt sozusagen das Essen habe, sind das schon 40 Euro. Das sind 40 Euro. Wenn ich das dann noch an einem gewissen Tag geliefert bekommen möchte, die Box, dann sind es nochmal, ich glaube, 1,50 Euro extra. Du liegst dann bei 41,50 Euro für eine 6 Portionen. Dann musst du noch für den Rest der Woche einkaufen, du musst noch Frühstück einkaufen und pro Woche ist das schon hochgerechnet teurer. Deswegen, auf Langzeit gesehen, kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Ich finde es auf Langzeit einfach zu teuer. Und ich bin wirklich ein Mensch, der auch gerne mal Geld für Essen ausgibt. Und wenn man das jetzt mal umrechnet, ne, sind 40 Euro geteilt durch 6 Mathe. Ich glaube, man liegt da ungefähr bei 6 Euro um den Dreh pro Portion. Und wenn ich jetzt Essen bestellen würde, wäre das natürlich teurer. Also für 6 Euro Essen bestellen ist wirklich selten. So, wenn man sich was bestellt, weiß ich nicht, Sushi, da liege ich oft bei einer Portion schon bei 20, 25 Euro. Und dagegen ist es zwar günstig,
Aber wenn ich jetzt vergleiche, wie oft ich mir zu Hause, ich kaufe mir ein Kilo Nudeln, mache mir dazu einfach ein ganz günstiges Pesto oder eine Tomatensauce oder so, da kommt man einfach viel günstiger hin. Wer aber mal was Fancyes machen möchte, wer die Zeit dazu hat, auch was zu kochen, weil natürlich, also die Rezepte brauchen auf jeden Fall alle länger als die Rezepte, die ich mir zu Hause sonst mache. Also wer ein bisschen Zeit und ein bisschen Lust mitbringt, für den ist es vielleicht mal was Cooles zum Ausprobieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendwer wochenlang für den Preis diese Box bestellt. Dazu kommt natürlich auch der ganze Müll, den man damit produziert, wie ich schon erwähnt habe, mit diesen ganzen kleinen Packungen. Ja, wenn ich jetzt dran denke, aber wie oft ich zum Beispiel Gemüse kaufe und dieses Gemüse dann eben vergammelt, das habe ich leider viel zu oft, das passiert zum Glück halt eben nicht. Also man muss irgendwo halt immer abwägen. Und ob man jetzt unbedingt viel mehr Müll damit macht als mit selbst gekauften Lebensmitteln, ich bin mir nicht zu 100% sicher. Aber man hat natürlich bei der Box immer noch den Karton, den man zum Beispiel aber auch weiterverwenden kann. Die Tüten jeweils von den Rezepten, das sind immer Tüten, in denen man dann zum Beispiel Biomüll sammeln kann. Man hat aber trotzdem innerhalb der Rezepte sehr viel Plastikmüll. Ich bin aber auch nicht der Profi, wenn es darum geht, wenig Plastikmüll zu machen. Ja, deswegen, ich bin so ein bisschen unentschlossen, wenn es um dieses Müllthema geht. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung in die Infobox schreiben. Ich finde aber letztlich, momentan macht es mir Spaß. Momentan bestelle ich die Box tatsächlich auch noch weiter. Einfach, weil es mir gerade Spaß macht, neue Rezepte auszuprobieren. Jetzt mit Corona habe ich halt eben auch die Zeit dazu. Und anstatt ich zu Hause sitze und nie weiß, was ich essen soll und dann letztendlich immer irgendwas Ungesundes bestelle, dann koche ich mir doch lieber zu Hause was. Zudem kann man, wenn man die Rezepte auswählt, sieht man auch immer die Kalorien pro Portion. Das heißt, wenn man wie ich gerade Kalorien zählt, ist jetzt die Box auch nicht unbedingt unpraktisch, denn man weiß direkt, wie viele Kalorien hat eine Portion und man hat hinten auch nochmal die Nährwerte aufgezählt, wie viel Fett, wie viel Kohlenhydrate und wie viel Eiweiß. Dadurch, dass ich halt Dinge substituiere, wie zum Beispiel die Kidneybohnen mit dem Tofu, ja, dann ist es natürlich wieder schwieriger. Ja, das war so ein bisschen mein Fazit zur HelloFresh-Box. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt, was, falls ihr die Box schon mal hattet. Ja, mir machen so Videos Spaß, wo ich einfach für euch Dinge teste und euch meine ehrliche Meinung dazu abgebe. Wenn ihr Ideen habt, was ich als nächstes testen kann, das können zum Beispiel Influencer-Klamotten-Brands sein. Oder andere Boxen, ich weiß es nicht. Hinterlasst mir gerne eure Ideen in den Kommentaren, was ihr so sehen möchtet. Und dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten wieder. Tschüss!